schönen guten Abend, letzte Session. Und danke, Herr Slott, aber doch noch relativ voll, das freut mich. Letztes Jahr stand ich hier und habe noch was über Perl erzählt und habe immer zwischenzeitlich gesagt, das ist alles total klasse. Deswegen habe ich diesen Untertitel, was ich dieses Jahr total klasse finde. Inhalt. Wie der Titel schon sagt, habe ich mir einiges vorgenommen. Erstmal werde ich ein bisschen etwas erzählen, wer der Kerl, der hier vorne steht und was erzählt ist. Und dann halt die Themen, die auch im Titel drin sind. Erstmal ein bisschen was über EH-Cache, EH-Cache, Hibernate, Tablespeed, UC, Golar, Tomcat. Kurz mal noch Apache Commons, aber da ja heute im Vortrag über Apache Commons schon war, ist das wohl eher ungültig. Und das war's schon. Ich habe mir allerdings für den Timeslot relativ viel vorgenommen. Ich muss mal gucken, dass ich gut durchkomme. Hier bist du. Wie gesagt, so. Ich rede halt hauptsächlich über Java-Sachen, Sachen, die in Java geschrieben sind, Sachen, die man benutzt, wenn man Java-Code schreibt. Ich will eigentlich nur so ein bisschen klasse Code anteasern, einfach so einen kleinen Überblick geben, was da draußen ist, was man benutzen kann, was man produktiv einsetzen kann. Und für alle die, die der Meinung sind, dass das, was ich erzähle, total langweilig ist, habe ich auch immer schöne Bilder auf meinem Handy. Über mich. Also, hi, ich bin Markus. Hauptsächlich erstmal Geek. Habe, glaube ich, die letzten 10 Jahre meines Lebens hauptsächlich auf dem Computer verbracht. Habe hier studiert, habe dadurch die LUSA kennengelernt, die Linux Unix User Group St. Gaudens-Team, wo ich ziemlich viel abgehangen habe. Habe früher die Leute immer mit Perl-Vorträgen mehr oder minder unterhalten, dass ich leider mittlerweile etwas aufgegeben habe, da ich mich mehr mit Java beschäftige. Weil ich arbeite jetzt bei Firebook.com in Hamburg und wir machen halt hauptsächlich Java. Deswegen bin ich jetzt eher ein Ex-Perl-Hacker und einmal Java-Hacker. Und damit direkt rein ins Thema. Also, wie gesagt, da draußen gibt es ganz viele tolle Open-Source-Sachen, die man benutzen kann, die man produktiv einsetzen kann. Eine von den Sachen ist, also, Case, ich baue eine Web-Anwendung oder ich baue eine Anwendung überhaupt. Erste interessante Frage ist, kann ich cachen, was will ich cachen, wie cache ich? Nächster Schritt ist, ich schreibe mein Cachen leer. Falsch. Man nimmt sich irgendwas, was es da draußen gibt. Und das ist halt in diesem Falle EH-Cache, was ein laut Selbstbeschreibung Distributed Cache for General Purpose Caching ist. Im Endeffekt ein Ding, in das man Objekte reinstecken kann und sie kommen nach einer Zeit wieder raus. Und das ist eigentlich eine sehr klasse Sache. Was ich auch häufig mache, ist viel Code, weil ich finde, wenn man schon irgendwie so einen Talk anhört, sollte man irgendwas mitnehmen können. Und in dem Fall ist es halt Copy-and-Paste-Code, Sachen, die man einfach mal ausprobieren kann, ob sie das erfüllen, was man haben möchte. Also, wie benutze ich EH-Cache? Man geht auf ehcache-sourceforge.net und zieht sich eine Kopie und schmeißt das Jar in seinen Classpath rein und schon kann man anfangen mit so einer schönen Sache wie, ich möchte einen neuen Cache-Manager, möchte gerne einen neuen Cache auf. Caches sind benamst, was eine sehr schöne Sache ist, damit man immer weiß, wenn man ihnen sprechende Namen gibt, wenn man sie durchnummeriert von Cache 1 bis 25, hilft es wahrscheinlich nicht, aber wenn man draufschreibt, was drin ist, weiß man meistens auch, was drin ist und das hilft. Dann kann ich ihm sagen, wie viele Objekte ich da maximal drin haben möchte, ob er internal sein soll, ob er auf Disk overflowen soll, was auch ein schönes Feature von EH-Cache ist, nach dem Motto, okay, ich habe zwar 2 GB RAM, aber ich möchte das vielleicht nicht alles mit gecachten Objekten, die ich irgendwann nicht mehr brauche, vollhauen. Also sage ich, ja, nimm mal 5000 Objekte davon, aber wenn es zu voll wird und die Objekte immer noch gültig sind, dann schmeiß sie raus auf die Festplatte, serialisiere sie raus. Und sie sind im Zweifelsfalle, vielleicht, wahrscheinlich, muss man dann in dem Use Case evaluieren, immer noch schneller da, als wenn man sie aus der Datenbank neu zusammenbaut oder aus irgendwelchen obskuren anderen Quellen bezieht. Wenn man viele Fremdsysteme anbindet, ist das auf jeden Fall immer eine schöne Sache. Dann kann ich sagen, wie lange möchte ich, dass die Objekte maximal im Speicher sind, in Sekunden, 5. Dann kann ich sagen, okay, aber wenn das Ding in 2 Sekunden kein Mensch angefragt hat, schmeiß es weg. Das ist time to live, time to idle. Macht exactly das, was es soll und funktioniert. Und ist deswegen total klasse. Dann verbindet man den Cache, den man gerade erstellt hat, mit dem Cache-Manager.
Und wenn man irgendwas reinschmeißen will, hat man Cache-Elemente, die man halt relativ leicht als Key-Value-Pairs erstellen kann und dann in den Cache reinschmeißen. Wie gerade schon gesagt, Time to Idle, Time to Live, klasse Feature. Disk Store, Disk Persist ist auch so eine schöne Sache. Naja, wenn ich meine große Anwendung, die vielleicht, weiß nicht, wo er Daten gezogen hat, irgendwann mal runterfahre, möchte ich ja nicht unbedingt, dass mein Cache weg ist. Also kann ich dem Ding beibringen zu sagen, okay, wenn ich dich abschalte, wenn ich dich runterfahre, schreib die Sachen irgendwo hin und lad sie beim Neustarten wieder rein. Er hat ein paar unterschiedliche Modi, also man kann ihn in LRU, LFU, FIFO-Modus laufen lassen, je nachdem, was da, für das, was man gerade cachen will, das Praktischste ist. Sprich JMX, kann man halt reingucken, gucken, was das Ding so macht. Man kann ihn leider nicht on the fly rekonfigurieren, das ist eigentlich noch ein nifty Feature, das fehlt, dass man sagt, okay, ich sehe, die Cache-Auslastung ist hier immer nur bei 50%, mache ich das Ding mal ein bisschen kleiner und dafür einen anderen Cache größer oder tune die Zeiten oder so. Das wäre noch eine schöne Sache. Was auch gut ist, wenn man verteilte Anwendungen baut, ist, das kann das alles schon von selber. Also man sagt ihm irgendwie, benutze Peer Discovery und er spricht dann irgendwie über Broadcast mit anderen Rechnern. Er kann Replication, er kann, wenn ich in einen Cache was reinschmeiße, schmeiße er es in den nächsten Cache rüber. Er kann auch so Sachen wie, ich sage dem einen Cache viermal dieses Objekt mit dem Key XY und dann serialisiert er nur den Key und sagt allen anderen Caches, wir wollen das jetzt gerade wegschmeißen, womit sich die Caches dann wieder neu selber initialisieren können. Alles sehr schöne Sachen und es spricht dann halt dabei RMI, Remote Method Invocation. Wie gesagt, klasse Teil. So viel zum Thema Caching Layer. Als ich diesen Vortrag erstellt habe, habe ich festgestellt, ich kann eigentlich auch einfach einen Vortrag über Hibernate halten, weil über das Ding kann man relativ viel erzählen. Was es halt laut Eigendefinition ist, ist dieses Relational Persistence for Java and .NET, was uns hier nicht so interessiert. Was man dann machen kann, ist Objekte in Datenbanken schmeißen. Was ganz nifty ist gegenüber anderen Persistence Frameworks oder zumindest dem von Apache, dessen Namen ich gerade verdrängt habe, ist, dass man da einfach POJOs reinwerfen kann. Also man nimmt ein Objekt, schreibt ein paar Annotations dran und man kann es in die Datenbank werfen. Was es drumherum auch immer noch kann, ist, die gesamten Schema-Definitionen generieren und all solche nifty Sachen. Wo es manchmal etwas nervt ist, ich will jetzt genau gerade diese Sachen machen, wie finde ich es raus? Hibernate-Docs sind manchmal, zumindest für aktuelle Versionen, ein bisschen dünn. Wie gesagt, also typischer Use Case, irgendwie, ich habe irgendwas, hier einen Account, schmeiße, möchte das Ding irgendwie persistieren, weil Benutzer davon ausgehen, dass wenn sie sich auf einer Site registrieren, dass sie sich dann auch anmelden können. Deswegen halt hier mal, ich habe auch festgestellt, kurzer Sidekick, wenn man einen Perl-Vortrag hält, kann man das, was man an Code zeigen will, auf 2 Folien zeigen. Wenn man da einen Java-Vortrag hält, kann man das, was man an Code zeigen will, auf 5 Folien zeigen. Deswegen immer noch etwas ungewohnt, diese ganzen Pünktchen da mittendrin und sowas, weil man halt wichtige Sachen auslassen und dann nicht wichtige. Aber you got the idea, das ist halt einfach irgendein Objekt, in dem ich irgendwelche Daten ablegen möchte. So, wie mache ich das Ganze? Benutze ich das Ganze jetzt mit Hibernate? Gott sei Dank gibt es Annotations. Annotations haben den Vorteil, dass sie im Code stehen und den Nachteil, dass sie im Code stehen. Ich bin großer Fan von Annotations, weil Code ist das, wo ich meistens drin nachgucke, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und deswegen ist es ganz gut, dass die Sachen dann direkt da stehen. Man fängt halt an und sagt Hibernate, hey, das hier ist irgendwas, was du benutzen möchtest. Sag, auf welche Tabelle ich das mappe. Muss dem Ganzen natürlich dann, weil wir klar von Datenbanken reden, irgendwie einen eindeutigen Identifier geben und den dann mappen. Also im Sinne von, okay, ich habe hier so meine ID, die kommt oder steht in der KMID und ich habe irgendwie einen Generator, der den erstellt, meistens irgendwie eine Sequence bei Datenbankservern, die das unterstützen. Und das Schöne ist, damit kann ich das Objekt schon in die Datenbank schmeißen. Bis auf, dass ich Hibernate noch irgendwo sagen muss, dass diese Bean existiert, wenn das nicht der Fall ist, kann man Get drauf machen und Hibernate gibt einfach Null zurück, ohne zu sagen, dass das Ding nicht gemappt ist. Was etwas komisch ist und auch manchmal zu komischen Bugs führt. Zumindest während der Entwicklung normalerweise stellt man relativ schnell fest, dass irgendwas nicht in der Datenbank landet. Allerdings hat der Ansatz ein kleines Problem. Wenn man größere Systeme baut,
hat man irgendwann 537 Longs, die sich alle dadurch unterscheiden, dass man das Ganze irgendwie die Variable benennt. So, das ist jetzt eine Account-ID, das ist eine Customer-ID und hier und da. Hibernate kann das Ganze aber auch noch schöner umwandeln. Man nimmt einfach User-Types. User-Types ist der Weg, wie man sagt, okay, ich habe hier irgendwas, was ich irgendwie in die Datenbank speichern möchte und ich bringe Hibernate selber bei, wie man es persistiert. Die ganzen Basics-Types, so String, Long, Integer, whatever, kann das Hibernate schon out of the box. Für halt komplexere Types kann man es selber machen. Also komplexere Types sind zum Beispiel, ich leite mir eine Number ab und nenne die Account-ID, damit ich in meinem System Typensicherheit habe und das Ganze einfach etwas übersichtlicher und wartbarer wird. Was ich dafür nur noch machen muss, ist halt meine Account-ID oben dann anstelle von dem Long verwenden. Ich gebe ihm einen User-Type, was im Endeffekt die Implementierung eines Interfaces ist, wo es so Sachen gibt wie null-safe-get und null-safe-set, wo man sich die Sachen dann halt selber aus dem Result-Set und wieder zurück ins Result-Set putten möchte, JDBC-Kram. Und meistens funktioniert das eigentlich out of the box und es ist einfach zu benutzen. Was man halt auch hat, oder beziehungsweise wie es halt neben den ID-Feldern ist, man kann einfach irgendwelche Felder des Typs, irgendwelche Getter mappen. Und wenn man hier unten sowas hat, was relativ ugly ist, aber es ist Beispielcode, das einem irgendwie Sachen zusammen konkateniert, was man nicht aus der Datenbank haben möchte. Und wenn man der Meinung ist, dass Logik in den Datenbankdiensten eine gute Idee ist, kann man auch Transient drüber schreiben und Hibernate interessiert sich nicht mehr dafür. Weil sonst interessiert sich Hibernate nämlich noch dafür. Wenn ich da oben die Spalte nicht First Underline Name, sondern nur First Name genannt hätte und sie da gewesen wäre, in der Tabelle, die ich an die Entity rangeklebt habe, hätte Hibernate geguckt, ach ja, wenn das ein Varchar ist, dann kann ich das ja mal einfach benutzen. Also das heißt, wenn man eine relativ große Konsistenz zwischen seiner Datenbank und seinen Beans hat, braucht man auch gar nicht so viele Annotations schreiben, weil alles magically funktioniert. Ich habe es lieber, dass da steht, was passiert, weil sonst passieren immer komische Dinge. Was ich an Hibernate nicht so mag, ist eine ganze Latte von Sachen. Hauptsächlich ist es einfach falsch zu benutzen. Man muss über Hibernate viel wissen, verstehen, wie es funktioniert, damit man es sinnvoll einsetzen kann. Eine von diesen Sachen ist Collection Mapping, da werde ich gleich noch ein bisschen weiter ausholen, was da passiert. Und das ganze Caching. Wenn man einem Datenbank Persistence Layer sagt, Save or Update, möchte man meistens, dass die Sachen in der Datenbank landen, was Hibernate nicht immer so macht, wie man sich das gerade vorstellt. Und das führt dann halt zu lustigen States in der gesamten Applikation, weil diese gecachten Beans irgendwie mal zurückgeschrieben werden, mal kriegt man das gecachte Value raus. Es passieren echt ganz komische Sachen. Deswegen, man kann es abstellen und das ist eigentlich auch meistens die beste Idee, weil sein Caching für seine Applikation will man meistens selber bauen, mit EH-Cache zum Beispiel. Collection Mapping. Also, man kann Hibernate natürlich nicht nur beibringen, Strings, Longs und irgendwelche User-Types zu benutzen, sondern man kann ihm auch sagen, ich möchte irgendwelche Verbindungen zwischen meinen Objekten darstellen. Wie hier zum Beispiel mit sowas wie einer Adresse. Sprich, ich habe sowas wie so ein Address-Object, in dem drin steht halt irgendeine Adresse. Und ich kann ihm sagen, okay, wenn du das in der einen Tabelle siehst, hast du da wahrscheinlich so einen Foreign Key drin, Address-ID, und dann mach ein Mapping auf die andere Tabelle, also das Adress-DWO ist dann auch eine gemappte Entity, und dann hat man seine Adresse magically on load da drin. Das kann man natürlich auch für Listen von Values machen. Das heißt, man sagt irgendwie sowas wie many-to-many, ich möchte irgendwie viele große Sachen miteinander verbinden, ob man das on load und von einem Persistence Framework machen will, sei dahingestellt. Aber im Großen und Ganzen kann Hibernate das alles. Das Problem, das dabei entsteht, ist folgendes. Hibernate ist session-basiert. Das heißt, man hat irgendwo seine Hibernate-Session, die Connections verwaltet, das Caching verwaltet und eigentlich möchte man, also die Idee ist, man hat eine Session, die irgendwie mit dem Benutzer-Session bei einem System verwandelt ist. Das führt allerdings zu interessanten Side-Effects. Wenn man irgendwo an der Stelle sagt, zum Beispiel, ich habe mein Account-DBO, remember, Folie vorher, ich habe da jetzt irgendwie das Address reingemappt und lade das. Und dummerweise hat dieser Account die Adresse mit der ID 5, also das Session-Get-by-ID ist einfach, hol mir das aus der Tabelle raus, die gemappt ist für die Klasse und
mit dem Primary Key 5. Dann sage ich, okay, an einer anderen Stelle, weil ich nicht auf den Benutzer arbeiten möchte, sondern denke, es reicht, wenn ich nur die Adresse lade und nicht nur die ganzen Benutzerdaten. Und dann sage ich, ändere was daran und sage, Hibernate, save or update das mal, sagt Hibernate das hier. Weil trotz des ganzen Cachings, wenn man ein Get zweimal macht, kriegt man meistens ein anderes Objekt. Und dann macht's bumm, weil Hibernate denkt, oh, das ist ganz böse, ich habe zweimal das gleiche Objekt hier. Ist so eine Sache, wo man sich sagen könnte, das könnte man auch anders machen oder zumindest onload. Weil ich möchte eher herausfinden, dass ich was falsch mache, wenn ich Sachen lade, als dass, wenn ich gerade versuche, Daten, die vielleicht vom Benutzer kommen, zu speichern. Allerdings, naja, wie gesagt, das Gute daran ist, man kann Hibernate auch richtig benutzen, ich weiß nur noch nicht genau ganz wie. Es gibt Stateless Sessions. Wie gesagt, Session, großes Magic Ding, man sagt Save or Update, das Zeug landet vielleicht in der Datenbank, vielleicht auch nicht. Wie gesagt, so eine Sache, die bei einem Persistence Framework nicht wirklich wichtig ist, Und Stateless Sessions ist wieder näher an JDBC dran. Das ist einfach, ich muss wissen, muss ich das Objekt jetzt inserten oder updaten. Und im Endeffekt ist das nicht viel andere Logik, als man normalerweise benutzen würde. Und bis jetzt glaube ich, dass man mit Stateless Sessions besser fährt als mit Sessions, es sei denn, man benutzt Hibernate halt richtig, von dem ich nicht so genau weiß, wie es geht. Calculation Mapping ist meistens auch so eine gute Idee, weil wenn man große Listen von Daten sich automatisch aus der Datenbank holen lässt, weiß man wahrscheinlich nicht mehr so genau, was man schon geladen hat. Das heißt, wenn man 20 Zeilen Code später, 5 Methoden woanders irgendwie nochmal auf die Idee kommt, was zu laden, könnte es ja sein, dass vorher schon mal was in der gleichen Session das geladen hat und man landet in diesem Boom von eben. Was wohl auch ziemlich interessant ist, was ich mir aber noch nicht angesehen habe, aber ich will ja, wie gesagt, Technologien auch anteasern, die interessant sind, ist iBATES, das wirklich wieder mehr so, ich schreibe SQL und lasse mir das Ganze mappen und kriege daher meine Beam. Sollte man sich vielleicht mal ansehen, ich habe es selber noch nicht benutzt, aber es scheint vielleicht ein interessantes anderes Persistence Framework zu sein. Gut, der Vorteil heißt Tomcat, Tapestry, Hibernate und so Sachen, die man halt nachts in so ein Formular einhackt, wenn man denkt, ich muss mal einen Vortrag halten. Deswegen kommen wir jetzt schon zum zweiten Teil. Was ich eben auch vergessen habe, Fragen jederzeit gerne. Ich neige auch dazu, einfach so ein bisschen wegzubrowsen, ohne dass Leute wirklich mitnehmen, was um es geht. Deswegen, wenn es irgendeinen Grund gibt, mich zu unterbrechen, tut das. Tapestry. Tapestry ist ein Web-App-Framework, also im Endeffekt irgendwas, das vorne dafür sorgt, dass meine Sachen ausgeliefert werden, wie JSF oder Struts und weiß ich nicht, also solche Sachen halt. JSP. Es gibt Tapestry im Moment in der Version 4 als Stable, 4.1 ist die aktuelle richtige Stable-Version, wobei sie sich von 4.0 nur durch lauter Ajax-Geraffel unterscheidet. 5 ist schon da, ist aber noch nicht stable. Im Endeffekt ist Tapestry ein richtig cooles Framework, zumindest finde ich, wenn man da gerne Sachen verteilt hat an der richtigen Stelle. Weil es gibt quasi pro Seite 3 Artefakte, das war's, und es ist auch definiert, was wo steht. Benutzt sehr stark XML, also für das Templating, wobei da ist es relativ lazy, also man kann da auch normale HTML-Templates benutzen. Konfiguration ist halt auch alles XML. Es benutzt Hivemind, was so ein bisschen was wie Spring ist, also so ein Version of Control Container, ich injecte irgendwo Sachen rein. Macht es aber so, dass man eigentlich nichts wissen muss, wenn man es out of the box benutzt. Wenn man ein bisschen mehr damit macht und wenn man ein bisschen größere Anwendungen damit baut, sollte man sich damit auseinandersetzen, weil man schon gerne wissen will, was das System überhaupt macht. Du hast noch was Schönes, was OGNL heißt, das ist die Object Language, whatever. Es ist eine Art und Weise, wie man halt quasi so ein bisschen geskriptetes Java machen kann, also so auf Properties zugreifen und sowas, was es in seiner Konfiguration benutzt. Es benutzt JavaSyst, was auch ein klasse Tool ist, was Bytecode-Generierung zur Laufzeit macht. Also ich lade eine Klasse, nicht ganz, gucke mir erstmal an, was ich vielleicht noch machen möchte, enhance irgendwas und baue halt so ein Proxy um die Klasse herum. Und es hat ein klasse Komponentensystem. Also, wie gesagt, 3 Artefakte pro Seite. Ich bin eher so auf der linken Seite, ich bin so der Java-Guy. Ich möchte Software schreiben und ich möchte eigentlich, dass sie funktioniert und wie sie vorne aussieht.
würde ich jetzt mal behaupten, ist mir eigentlich relativ unwichtig, beziehungsweise mir reichen auch so normale Inputboxes auf weißem Hintergrund, Kunden meistens nicht. Deswegen gibt es halt irgendwie immer Leute, die das schön machen. Gott sei Dank sind das heutzutage seltener wir. Das heißt, ich als Java-Mensch brauche mich nur um meine schöne Klasse, die hinter meiner Seite steht, muss mich nur mit der auseinandersetzen. Und dann braucht der HTMLer sich nur mit seinem HTML auseinanderzusetzen und die Schnittmenge ist ein Page-File, in dem drin steht, wie die ganzen einzelnen Sachen, die in meiner Java-Klasse stehen und die Sachen, die in dem Template stehen, miteinander verbunden werden. Abstrakt, etwas kompliziert, fangen wir also links an. Das Schöne ist, wie gesagt, TypeScript Java Sist. Man braucht nicht alles auszuimplementieren. Also ich weiß nicht, seit Eclipse-Zeiten habe ich immer den Eindruck, ich verbringe häufiger mehr Zeit damit, Code zu generieren, als Code zu schreiben. Und hauptsächlich so Sachen wie Getter, Setter, irgendwelche abgeleiteten Klassen, whatever. TypeScript hat sich gedacht, braucht man eh nicht, beziehungsweise eigentlich ist doch klar, wenn irgendwo GetMessage steht, dass ich da, und das ein String zurückgibt, dass ich da irgendwie einen String reinstecken will und wieder rausholen kann. Deswegen kann man in Tapestry einfach abstrakte Klassen definieren und Tapestry implementiert sie mit JavaSys zu Runtime on the fly. Wo wir wieder da sind, wo ich gerne bin, dynamische Sprachen, Perl, so in der Art und Weise. Was es halt auch relativ einfach zu entwickeln macht und auch relativ wartbar. Wie gesagt, Klassen werden dadurch kleiner, dass man nicht irgendwie erstmal vorne so eine Delegation von total vielen Instanzvariablen hat und so weiter. Und es hat ein relativ einfaches Listener-Konzept, wie man hier sieht. So eine Methode onSubmit kann man einfach als Listener nachher in die Seite reinknallen und naja, man muss dieses GetMessage da oben auch nur deklarieren, weil man es sonst in Java nicht benutzen kann. Eigentlich braucht Tapestry, kann man auch die Beans in den Konfiguration oder kann man die Seitenbeans in den Konfigurationsfeilen mit Properties ausstatten, mit allen möglichen Sachen. Was halt auf der einen Seite gut ist, weil man nicht so viel in dem Code drinstehen hat, auf der anderen Seite schlecht, weil dann die HTML eingehen und alles kaputt machen. Deswegen sollte man schon die Sachen, die man im Code haben möchte, lieber im Code belassen. So, wenn man jetzt in den gemeinsame Welt geht und so ein Page-File, das ist relativ einfach. Also ich bin immer noch sehr stark der Meinung, dass XML-Konfigurationsfiles ein bisschen strange sind, weil wer will XML von Hand schreiben, man kann sich viel zu viel vertippen. Ich weiß, es gibt gute XML-Editoren, aber trotzdem ist es immer noch so ein bisschen, Naja, auf jeden Fall ist man dann halt in seines Page-Files, man sagt, TypeScript hat eine Klasse dazugehört. Eigentlich braucht man das nicht. TypeScript macht sehr viel Magic, wenn der Page-File Homepage heißt und man eine Java-Klasse hat, die Home-Java heißt, verbindet er das automatisch. Es ist aber meistens ganz schön, dass man nicht Sachen wissen muss, zum Beispiel darüber, dass das Framework es automatisch macht, sondern dass man Sachen explizit ausschreibt. Naja, und hier mappt man dann halt Sachen. Die Sachen sind diese hier. Da sind wir nämlich in der HTML-World. Im Endeffekt plain HTML, das ist die Sache, worum es geht. Also meistens, oder sagen wir mal so, Sachen, die gute Vorteile sind, sind zum Beispiel, ich kann mir irgendwas in einem VisiBig-Editor angucken. Ich kann mir den Code irgendwie direkt im Browser angucken und muss ihn nicht irgendwie von mir lokal auf einen Entwicklungsserver kopieren und lasse ihn mir dann rendern und dann weiß ich, was ich gerade mit einem geänderten Class-Attribut gemacht habe, sondern das läuft einfach so. Das Einzige, was wir hier halt haben, sind diese JWC-IDs, die Sachen mit Tapestry halt verheiraten. Wie gesagt, man kann sehr viel normales HTML drumherum schreiben, braucht man eigentlich nicht. Aber es macht es halt für Leute, die nur die HTML-Sicht auf die Sache haben, einfacher. Wie gesagt, wir haben hier so eine Form und wir haben irgendwie so einen Input, wo wir Text reingeben können, wir haben einen Submit-Button und wir haben Output unten. Verheiratet sieht das Ganze jetzt so aus. Ich definiere einfach Tapestry, da hast du eine Komponente, die hat die ID MyForm, die JWC-ID und ist vom Type Form, relativ straightforward. Das gleiche gilt halt für Textfields, da verbinde ich gerade über das Binding mein GetMessage in meiner Java-Klasse mit dem Wert, den dieses Textfield halt annimmt, beziehungsweise auch ausgibt. Beim Output ist es ungefähr genauso, auch relativ straightforward, insert und dann ValueMessage rein, fertig. Und Submit ist auch noch relativ straightforward. Man bindet halt einfach einen Listener
die Tapestry alle in so ein virtuelles Listener-Ding reinsteckt, an den Submit-Button. Und schon funktioniert das Ganze und gibt das aus, was man haben will. Das ist halt klein beispielhaft, aber damit kann man echt große Sachen bauen, ja? Wird das UnterTML-Formular auf dem Page freigegeben? Da habe ich jetzt viel Doppeltes gesehen, was eigentlich im Page freigegeben enthalten ist. Also im Endeffekt, was Tapestry macht, ist, wenn es das Template liest, geht es hier drüber, stellt fest, dass in diesem Tag eine JWC-ID drinsteht und benutzt seine Komponente Form. Und das zu rendern, wenn der Komponente Form steht drin, macht einen Tag auf, der mit Form beginnt und so weiter. Auseinander generieren, also im Endeffekt ist es eigentlich immer ganz schön, wenn man, oder sagen wir so, für den Use Case, dass du Leute hast, die dir das HTML schön machen, ist es immer besser, wirklich sprechendes HTML, entsprechende Page-Files zu haben. Ja, ich hätte jetzt nur gedacht, auf dem Patch-File da steht jetzt noch für das Tag-Form schon drin oder Text-Field, wo man halt Input hat oder Text sich denken, dass man da den Grundgerüst generieren könnte und der Designer nur noch das Design macht. Also ich mache es im Moment andersrum. Ich generiere die Page-Files aus den HTML-Files, weil ich das HTML ungefähr so wie es aussehen soll runtercode und dann da die Page-Files raus generiere, weil ich dann nur noch quasi reinschreiben muss, was wo mit wem verbunden ist. Aber man kann es wahrscheinlich auch andersrum machen. Ja? Inwieweit unterstützt Tapestry bei Mehrsprachigkeit? Bitte? Inwieweit unterstützt Tapestry bei Mehrsprachigkeit? Zeig ich gleich, oder komme ich gleich auf. Gut, was das Coole ist an Tapestry ist, dieses, was wir gerade im Page-File schon gesehen haben, dieses Component, dass es komplett komponentenbasiert ist. Im Endeffekt ist entweder eine Komponente ein Stück Template, ein Stück Code oder beides, mit dem man halt Sachen machen kann. Wir haben gerade schon relativ einfache Komponenten gesehen, wobei Submit ist jetzt nicht so einfach mehr, weil man muss ja wissen, auf welchen Button geklickt worden ist. Aber im Endeffekt so eine Insert-Komponente zum Beispiel geht einfach hin und schreibt das, was in ihrem Value-Binding Plane in das Template mit rein. Eine Komponente kann auch Komponenten enthalten, zum Beispiel Link-Komponenten, da kann man dann inserted Sachen reinschreiben. Und wenn man sich das so überlegt, dass man so ein komplexes Komponentensystem hat, wo man Sachen ineinander stöpseln kann, dann stellt man fest, eigentlich ist ja meine Seite auch eine Komponente. Und im Endeffekt braucht man halt manchmal ein Template, manchmal möchte man das HTML lieber im Code zusammenbauen, was Designer nicht so mögen, aber das sind wieder so Details. Aber im Großen und Ganzen hat dieses ein relativ bottom-up Ansatz. Also ich habe irgendwie ein Stück Code oder ein Stück in der Seite drin und denke mir, das brauche ich aber jetzt auf der anderen Seite auch nochmal. Copy raus, mache eine Komponente raus, binde es da wieder ein. Das funktioniert immer noch so wie vorher. Man erbt halt von Base Component, was so eine Tapestry interne Klasse ist, die einem schon relativ viel mitgibt. Man kann immer noch dieses ganze Abstract benutzen, weil wie gesagt, im Endeffekt Komponenten, Pages, alles das Gleiche. Man überschreibt eine relativ schöne Methode, die einfach heißt render component und kriegt seinen Writer rein und einen Request Cycle, der bei Tapestry auch relativ simpel ist. Und damit kann man halt irgendwie zum Beispiel wie hier einen Link reinschreiben. Was auch relativ cool ist, ist dieses Support für informal parameters. Das heißt, das, was ich im HTML-Template mit reinschreibe, kann ich auch immer noch dahinter schreiben. Ganz praktisch für irgendjemand hat class gleich foo dran geschrieben und ich möchte halt, dass das auch noch mit drin steht, weil sonst der HTMLer nachher wundert, warum seine Klassendefinition nicht mehr drin steht. Was man dann auch machen kann, ist halt render body, render alles, was unter dem drunter steht. Man kann es auch skippen, man kann auch noch böse Sachen mit seinem Body machen. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich, wenn man sich überlegt, ich habe so einen Baum, der meine Seite darstellt, relativ klar definiert in der Abfolge durch die JWC-IDs, die im Template drin stehen, auch vom Mindset her nicht so kompliziert. Das Ganze muss man dann halt definieren in so einer Component Specification, wo man dann sagen muss, ich möchte, dass jemand da informal Parameters dran schreiben kann. Ich möchte, dass meine Komponente ein Body haben kann. Bei manchen Komponenten macht es halt Sinn, es direkt schon eine Definition zu verbieten, damit man sie nicht falsch benutzen kann. Man kann die Klasse wieder dagegen binden und der Rest ist eigentlich das gleiche wie in einem Page-File. Also, das Einzige, was special ist, ist halt, dass man die Parameter auch deklarieren kann und sagen kann, okay, der ist required oder der ist nicht required. Das funktioniert
relativ gut. Und wie gesagt, man kann hingehen und sieht irgendwo, man hat ein Stück Code, das man mehrfach benutzen will, man sieht es raus, macht eine Komponente raus, klatscht sie wieder rein und es funktioniert. I18M. Tapestry hat relativ straightforward System, also man kann neben diese drei Assets, die ich gerade genannt habe, auch noch ein viertes daneben legen, so ein .properties-File. Hat in den Page-Klassen, die man ableitet von Base-Page, sowas wie getMessage-MessageKey. Und man kann dann halt, je nachdem mit was von der Locale der Benutzer ankommt, unterschiedliche benannte Properties-Files ablegen und schon hat man seine Anwendung mehr oder minder internationalisiert. Ja? Als Studentenfrage, wie kann ich jetzt all dieses Interessante irgendwie noch ablegen? Unter welchem Use Case? Wann brauche ich sowas? Also wann ziehe ich das anderen Frameworks gegenüber vor? Wann das andere... Wenn du benutzt du es besonders gerne? Also ich benutze es im Moment gerne für, sagen wir so, dadurch, dass ich jetzt in letzter Zeit, nur ein Projekt gemacht habe, ist es im Moment mein Framework of Choice. Ich habe vorher JSF gemacht. Ich finde JSF ist unglaublich komplex, was Request Cycle, also das, was es macht einfach. Tapestry ist so, für Leute, die einigermaßen neidlich Java gucken, können, man haut sich in seinen Source Path vom Eclipse rein und wenn man gar nicht weiß, was macht, das guckt man in den Code nach. Bei JSF hat man so einen Stack Trace, wenn man irgendwo an einer Stelle ist und man weiß nicht weiter. Bei Tapestry ist das halt nicht so. Es ist halt relativ simple, relativ straightforward und halt schön zu benutzen. Ich würde im Moment wüsste ich keine Sache, wo ich sagen würde, ich würde einer anderen Technologie jetzt den Vorzug geben. Also schon auch gut skalierbar nach oben. Ja. Kleine Frage nochmal von 30 Kuh. Kenne ich gar nicht richtig, ja, muss ich sagen. Okay, dann muss ich mir wahrscheinlich Cocoon mal anschauen. Aber das sind genau die Sachen, worum ich hier rede. Herr Domen. Ja. Gibt es die Möglichkeit, komplette Sites oder Subsites als Komponenten zu verpacken? Wenn es jetzt zum Beispiel ein Wild gibt? Also ich habe festgestellt, wenn man zu viel Funktionalität in Komponenten auslagert, dann weiß man nachher nicht mehr, was seine Seiten machen. Also man guckt, man braucht von dem Punkt, wo es Bumm macht, bis zu dem Punkt, wo man sieht, was der Grund ist, relativ lange. Man kann schon eigentlich alles in große Komponenten auslagern. Die Frage ist, ob man das will. Das ist ja die Frage, ob die Tapestry die Übersichtlichkeit da ist. Ja, wie gesagt, wenn du relativ lange von dem Point of Puff bis zu dem Point of da passiert im Code, alleine um durchzusteigen, wie Sachen zusammenspielen, dann ist es ungünstig. Ich weiß nicht, ob es bei anderen Frameworks anders ist, aber wie gesagt, bei JSF fand ich es noch schlimmer. Wie gesagt, das ist einer meiner Hauptkritikpunkte oder einer der Gründe, warum ich JSF nicht mehr so lieb habe, ist einfach, dass dieser Request-Cycle ungefähr 25 Stufen hat und man nicht genau weiß, was er jetzt gerade macht und in welchem Teil von dem gerade die Werte, die über das Formular gekommen sind, verloren gegangen oder resettet oder sonst irgendwie auf ihre Defaults zurückgesetzt worden sind. Bei Tapestry gibt es halt einen Request-Cycle, der zwei Phasen kennt, nämlich entweder ich rendere, ich baue die Seite auf oder ich rewinde, das heißt, ich habe irgendwie einen Post, ein Get gekriegt und apply meine Values. Das ist relativ leicht zu verstehen und man hat dann halt auch nicht so ein relativ komplexes Mindset, wo man überall nachgucken muss, weil man wirklich im Endeffekt iteriert Tapestry intern über ein Array von den ganzen Komponenten und macht den Zeug, macht sein Zeug. Wie gesagt, das ist relativ simpel und man versteht es. Was es halt auch noch hat, schöne Details, das hier kann man auch als Component Specification schreiben, indem ich sage, okay, ich habe jetzt links oben den Benutzernamen und rechts unten den Benutzernamen stehen und ich möchte eigentlich, dass der oben immer aussieht wie der da unten. Das heißt, ich kann einfach im Page-File Sachen kopieren, was auch ganz gut ist für die HTMLer, die das Ganze dann irgendwie umsetzen, benutzen wollen, weil sie dann nicht immer anrufen müssen. Ich bräuchte da auf dem auf der Seite XY nochmal eine Ausgabe von dem und dem, sondern sie können es einfach selber machen. Tapestry 5 geht viel stärker darauf ein. In Tapestry 4 gibt es so die ersten Ansätze von Annotations. Wie gesagt, Annotations, gute Sache, stehen im Code. Relativ mächtig, weil sie OGML können und mit OGML kann man nicht nur irgendwie auf Getter, Setter zugreifen oder Sachen miteinander verbinden, sondern man kann auch Klassen instanziieren und sonstige schöne Sachen. Hat nachvollziehbare Exceptions. Ja, bitte? Ich habe eine Frage, ob Tapestry in irgendeiner Form auch Sicherheit ich kann die Constraints definieren, die den Zugriff auf Komponenten auf Seiten regeln. Von Hause aus nicht, es ist einfach zu bauen.
Also im Endeffekt, weil du hast auch so Listener, also im Endeffekt, eine von den Sachen, die ich an JSF nicht mochte, ist, ich weiß nie, wo ich dazwischen schlagen kann. Bei Tapestry habe ich einen relativ definierten Page-Begin-Render, Page-End-Renderer, das Ganze ist gepoolt, das heißt, es gibt ein Event, wenn das Ding aus dem Pool geholt wird, es gibt ein Event, wenn das Ding wieder im Pool landet und solche Sachen. Also da ist es relativ straightforward und es hat auch ein Page-Validate. Guck mal nach, ob der gerade eingeloggte Benutzer überhaupt hier sein sollte oder solche Sachen halt. Also das ist, ja, also man kann nicht jetzt sagen, irgendwie Goals oder sonst irgendwas, sondern man kann schon relativ leicht was drum rumschreiben, dass das genauso macht und das baut man dann in seine eigene Basisklasse, um alles funktionieren. Nachvollziehbare Exceptions, genau. Struts-Entwicklung ist auch so eine schöne Sache, was so aus JSPs rausfliegt, ist manchmal sehr interessant. Ich weiß auch immer noch nicht, wie auf die glorreiche Idee gekommen ist, HTML in Java-Code umzuwandeln und dann zu kompilieren. Aber bei Tapestry kriegt man relativ schnell, so man hat nicht 25 unterschiedliche Exceptions, die irgendwann auftreten können, sondern so vielleicht 3, 4, so Binding-Sachen sind nicht definiert, Properties sind nicht definiert und so weiter. Als kleiner Sidekick ist das Coole daran, was ich an Tapestry 4 sehr mag, was in Tapestry 5 leider verloren gegangen ist, weil Tapestry 5 die Page-Files abschafft, ist Compile-Time-Validierung. Ich bin immer der Meinung, wenn irgendein Compiler irgendwas weiß, soll das mir sagen. Deswegen zum Beispiel bin ich auch großer Fan von Generics. Und man kann halt bei Tapestry eigentlich auch hingehen und sagen, okay, du hast hier einen Page-File, du hast, da steht die Klasse und da steht irgendwo das HTML-Template, guck mal, ob das irgendwie miteinander übereinstimmt. Daraus ist dann gekommen Matakotibu. Matakotibu ist mittlerweile auf SourceForge, ist so ein bisschen was, was ich mal an einem Abend gehackt habe, weil mir das auf den Geist geht, wenn ich irgendwie Sachen in den Tomcat rausschmeißen muss, um rauszufinden, dass irgendwas bumm macht. Dann kommt man mit einem Abend-Task, kann man relativ leicht integrieren. Und sagt einem halt bei Tapestry 4, wo wahrscheinlich irgendwas bumm macht und was vielleicht nicht so eine gute Idee ist, macht Entwickeln teilweise viel einfacher, weil man es halt zu Compile-Time weiß und dann noch fixen kann, bevor man es irgendwo in die Call und macht es halt auch sicherer. Wenn man Tapestry benutzen will, kann man das benutzen. Das Problem ist halt, wie gesagt, Tapestry 4 ist mittlerweile die alte Version und Tapestry 5 schafft die Page-Files ab, indem es halt quasi nur Annotations macht. Aber, wie gesagt, kleine Eigenwerbung für mich. Womit wir auch von dem Web-Framework wieder weg wären. Lucene. Lucene ist total toll. Es ist Suche Apache-Style, habe ich das mal genannt. Also eigentlich bin ich großer Fan von allem, was aus dem Apache-Projekt rausfällt. Da fällt allerdings so viel raus, dass man nicht mal alles kennen kann. Das Zeug skaliert schön, also man kann damit, wenn man große Buchläden betreibt, auch über sehr viele große Datenmengen zu übersuchen. Hat eigentlich einen schönen API und naja, ist halt the search. Wie man es benutzt, ist auch relativ einfach, wenn man einmal durchstiegen ist, dass man mit Dokumenten arbeitet, die irgendwie aus so Key-Value-Pairs bestehen. Man bastelt sich halt irgendwie so ein Dokument, man schmeißt in das Dokument ein Field rein, was im Endeffekt Key-Value ist, Name, Mark, Season, sagt ihm, ich möchte das im Index storen oder ich möchte es nicht im Index storen. Große Indizes sind böse, weil die irgendwann nicht mehr in den Speicher passen. Und man sagt ihm halt, was er noch damit machen soll, tokenisen, irgendwie auseinandernehmen. Man kann auch Vorverarbeitung noch definieren und alles Mögliche. Ist relativ straightforward. Nach dem dritten Mal schreibt man sich dann irgendwie so ein großes Reflection-Ding, das einen Beans in Documents umwandelt und wieder zurück. Damit landen die Sachen dann, wenn man so einen Index-Writer aufsetzt, dem man noch so einen Analyzer gibt, mit dem man so Sachen kann wie Stemming oder Stopwortlisten abarbeiten und so weiter. Und dann sagt man einfach, add das mal da rein, wenn man lustig ist, Zeit hat und der Index nicht zu groß ist, kann man auch noch sagen, optimiere ich mir das Ganze mal, damit es noch besser ist. Wenn man viel on the fly hinzufügt, neigen diese Indizes sehr stark zu Fragmentierung und das ist dann nicht so gut. Dann sagt man close, das Zeug landet auf der Platte und man hat einen Suchindex. Wie gesagt, quasi Zeile 2 kann man dann in beliebiger eigener Komplexität sich irgendwas bauen, mit dem man über beliebige Java-Objects drüber suchen kann und die einfach in den Index reinschmeißen kann und wieder so rausbekommt, wie sie vorher waren. Man kann auch up-level sehr schön suchen, also Lucene kommt mit einem Query Parser, der relativ gut funktioniert
für relativ komplizierte Ausdrücke alles, was man normalerweise Benutzern von einer Webplattform nicht so ganz zuordnet, so und oder minus plus schlag mich durch. Man kann das Ganze auch, wo dann am Ende so eine Query rauskommt, man kann das Ganze aber auch quasi von Hand machen, wenn man sagt, okay, der Benutzer sucht wahrscheinlich eh nur über dieses eine Field und ich will ihn auch irgendwie nicht zu sehr überlasten mit Optionen, sondern ich sage ihm einfach, gib mal dein Keyword ein. Lucene sucht auf Terms, die man sich auch relativ leicht erstellen kann, wo man dann halt sagt, Field, Value, ich möchte auf dem Feld Name nach Markus suchen. Wenn man halt Markus Thiessen reingeschrieben hat, muss man eine Prefix-Query dort machen. Es gibt Fuzzy-Queries, mit denen man sagen kann, wie genau sie sein sollen, mit denen man schöne Sachen wie so Competition-Search und sowas basteln kann. Und es ist halt alles immer noch schnell. Also man kann relativ komplexe Queries, die Lucene dann intern wieder auseinander nimmt und auch so Atoms auseinanderbricht, aber das sind Details, mit Lucene bauen und die laufen meistens verdammt schnell. Das Ganze schmeißt man dann halt in so einen Searcher rein, der dann auf dem gleichen Index läuft. Es gibt irgendwie Disk-Store-Indizes, es gibt In-Memory-Indizes und so weiter. Man setzt, also gibt in den Searcher einfach seine Query rein. Hier in dem Fall halt tatsächlich nur die oberste, die man beliebig ineinander kaskadieren, verunten, verwundern und sonst irgendwas kann. Also ist so ein Query-Parser für relativ einfache Ausdrücke auch immer relativ schnell geschrieben. Und man kriegt ein Hits-Objekt zurück, in dem drin steht, wie viele Hits man hat. Und man kann dann sagen, okay, gib mir mal das Dokument zurück und man hat das, was man vorher initiiert hat. Ne? Typischer Use-Case, ich schmeiß da irgendwie Datenbank-IDs rein plus irgendwie Volltext-Index, hol mir die Datenbank-ID wieder raus und das, was gefunden wurde, lade ich dann aus der Datenbank nach. Bis man dann feststellt, dass man viel schneller suchen kann, als Sachen aus der Datenbank holen. Dann schreibt man so Sachen wie Links, Bildchen oder sonst irgendwas, auf das man verweisen will, auch noch in die, also nicht die Bildchen selber, sondern die URLs der Bildchen, auch in den Index rein. Man hat eigentlich relativ schnell irgendwas, mit dem man gut über große Datenmengen suchen kann. Noch eine Frage zu Lucene? Ja. Ich habe gelesen, dass man auch sowas kann, wie zum Beispiel, wenn ich nach L suche, dass es dann auch gleichzeitig AE sucht. Außerdem hat es noch nicht, dass du das schon. Ich glaube, on the fly würdest du es wahrscheinlich nicht machen. Es kann aber, wie gesagt, über diesen Analyzer, man kann den Searcher, den gleichen Analyzer setzen wie dem Indexer und da kann man dann so Sachen machen wie, ich möchte A grundsätzlich durch AE ersetzen und dann nicht grundsätzlich ersetzen, sondern es gibt eben so sprachrelevante Dinge, die man dazu laden kann, die man nicht ausprobiert. Also das sollte es können, dass das dann gleich sowohl wäre, als auch wäre. Also es gibt da solche Sachen, definitiv, die auch, also so Sachen wie unscharf, Ähnlichkeiten, solche Sachen, genau drauf sagen, so das ist das, was du machen musst, kann ich ja jetzt im Moment nicht, aber es steht wahrscheinlich irgendwo. Ja, so das ist Search in meiner Applikation auf meinem Applikationsserver. Und jetzt kommt Solara. Solara ist total klasse. Solara ist Lucene plus ein bisschen Magic drumherum, schmeiße ich in einen Tomcat oder einen Jetty, also irgendeinen Solvent-Container und ich habe einen Suchserver. Und er spricht XML over HTTP. Total geil. Ich bin immer noch der Meinung, warum hat jemand überhaupt jemals andere Protokolle eingesetzt. XML ist total klasse, man kann es relativ leicht parsen, zumindest in Java. Man kann es über HTTP relativ leicht drüber schmeißen. Und Solara spricht das halt sowohl zum Indizieren als auch zum Suchen. Und deswegen ist es halt, es ist zwar eine Java-Technologie, aber in der Theorie kann man für alles einsetzen. Es ist konfigurierbar bis zum Umkippen. Also das, was ich gerade gezeigt habe, von wegen, okay, ich habe hier mein Field und ich habe das Value dazu, kann man Solara alles in Konfigurationsdateien sagen. Man kann ihm sagen, wenn du in das Feld was reinkriegst, kopiere das noch in das andere Feld rüber, so wie man normalerweise Volltext-Indizes quasi auch auf Fields, dann sagt man einfach, ich habe hier die fünf Fields, die ich gerne in dem Volltext-Suchfeld drin hätte und sagt Solara einfach in der Konfiguration, ich möchte es da drin haben. Man braucht es nicht im Code zu ändern. Es kommt out of the box mit einer Administrationsoberfläche, wo man sehen kann, wie die Caches laufen, wie die Suchzeiten sind, wie groß der Index ist, wie lange die Suchen dauern und so weiter. Es ist halt, ich kann direkt reingucken. Es ist halt fertig und ich kann reingucken. Dokumente schmeißt man, wie gesagt, wenn man den Lucene API kennt, ist das der most straightforward way, irgendwas zu machen. Man sagt ihm einfach add doc. Und dann kann man sagen,
hier hast du das Field bla, mit dem Value bla. Man kann Fields mehrfach reintun, das kann man aber auch in Lucene. Dann hat man sowas wie Listen, die man durchsuchen kann. Und man kann natürlich auch, also das ist jetzt die einfachste Form so von so einer Query. Man kann aber natürlich sagen, ich möchte auch 50 Dokumente auf einmal rüberwerfen. Man muss danach Lucene sagen, Solar sagen, commit, was heißt, nimm das, was du gerade bekommen hast und füge das in den Index hinzu. Solar 1.2, wo es mittlerweile angekommen ist, kann auch Auto-Commit nach Time, also man kann sagen, mach das mindestens alle 5 Minuten, man kann ihm aber auch sagen, mach das mindestens alle 500 Objekte, die du gekriegt hast oder sowas. Man hat halt einfach ein Ding stehen, das funktioniert, skaliert und konfigurierbar ist, was relativ einfach ist. Suchen geht dann quasi andersrum, also das postet man rüber. Solar kommt auch in der Default-Version mit quasi Spielzeug, also es hat irgendwie ein eingebautes Jetty mit einem Warfile drin, dass man einfach hochfahren kann und man hat einen Suchserver, plus halt so ein paar Shell-Skripte, die, wenn man, glaube ich, Curl installiert hat, schon solche Sachen machen, also man kann Sachen reinwerfen und man kann sie wieder rausholen und sowas. Und dann kriegt man relativ schnell so als Spielchen leuchtende Augen, weil es einfach gut funktioniert und man hat noch gar keinen Code geschrieben und man hat eine Suche. Selecten geht halt so, einfachste Form, also Solar kann viel, viel mehr, aber grundsätzlich so Keyword Search Query ist, Query ist Video, also das Keyword Field sind Name und ID, also gucken wir, ob im Name und ID irgendein Video drin steht. Er antwortet mit XML, Plain, durchgängig. Er sagt einem, wie lange die Query gedauert hat, was man wahrscheinlich selber gemerkt hat, und halt noch so Statussachen, Anzahl Hits, solche Dinge. Man kann das Ganze pagen, man braucht halt quasi sich ums Paging keine Gedanken mehr machen, weil man kann sagen, gib mir mal von 0 bis von 0 an 50 Werte oder solche Sachen. Alles Sachen, die man häufig braucht und die relativ einfach mit Solar zu machen sind. Man bekommt dann halt, wie gesagt, so ein Result-Set zurück, in dem drin steht, wie viel man gefunden hat, von wo man angefangen hat. Und er gibt einem dann halt Fields. Man kann auch sagen, gib mir nur die 3 Fields zurück oder such nur auf diesen 2 Fields und mach noch solche Sachen. Es ist halt, es ist unglaublich mächtig in der Art und Weise, wie es funktioniert. Aber es ist auch immer, man kann es halt auch auf 3 Folien mal kurz zeigen, so funktioniert das und man hat schon eine Suche. Und es kann vieles mehr. Also es kann zum Beispiel Cache Auto-Warming, indem man eben einfach so ein paar vorkonfigurierte Suchqueries reinjagt, die dann halt nach den Top 50 Begriffen, die auf deiner Seite immer gesucht werden, schon mal suchen. Damit ist das Ganze gecached, schon mal geladen und kommt viel schneller zurück. Es kann Replication noch nicht so wunderbar, aber im Endeffekt geht man hin und sagt, mach mal einen Snapshot von dem Stand, den du jetzt hast und kopiert den per Rsync auf einen anderen Server. Aber ich nehme mal stark an, dass noch so 2-3 Versionen können die Dinger untereinander einfach ihre Indizes abgleichen, das ist kein Problem. Es kann so Facettensuche, so nach dem Motto, ich habe nach T-Shirts gesucht und wenn ich jetzt nach T-Shirts in Blau suche, kriege ich noch 5 Suchergebnisse und solche Sachen. Relativ straightforward. Es kann XSLT, also das, was ich gerade gezeigt habe, ist halt die XML-Schnittstelle. Wie gesagt, großer Fan von XML over HTTP, aber, HTTP, aber es kann halt auch, es hat Outputter, die zum Beispiel das XML direkt transformieren können. Das heißt, ich habe auf der einen Seite meinen Application-Server, der das Eingabefeld zur Verfügung stellt, auf der anderen Seite meinen Suchserver, der die Antwort ausliefern kann in formatiertem HTML, wenn es sein muss. Und es kann auch JSON, ganz cool, wenn man irgendwelche Ajax-Queries an seinem Application-Server vorbeimachen will. Und es hat auch irgendwie eine Python- und Ruby-Schnittstelle. Ja, und Autocommit hatte ich eben schon erwähnt. Man kann ihm halt sagen, wann er Sachen tatsächlich in den Index schmeißt. Warum das so wichtig ist vielleicht noch, ist ganz einfach, dass Lucene hat halt diese Index-Searcher, wie man eben gesehen hat, und man kann nicht on the fly den Index ändern. Man muss den Searcher wegschmeißen und einen neuen instanzieren. Und deswegen ist es immer ganz gut, wenn man das Gecachte länger oder möglichst lange behält und erst dann wegschmeißt, wenn es tatsächlich nur tut, wenn sich 500 Sachen geändert hat oder wenn es 10 Minuten her ist. So, ich habe das Ding mit Tomcat auch überschrieben. Ich muss nur sagen, ich kann mit Tomcat über Tomcat nicht so viel zu erzählen. Das ist so ein Ding, das installiert man, es läuft. Man kann Servlets reinschmeißen, die werden ausgeführt. Man kann Tapestry reinschmeißen und es funktioniert.
Das Einzige, was mich in letzter Zeit an Tomcat fasziniert hat, ist Servlet API 2.5. Diese wunderbare Funktion SetMax Interactive Interval. Total geil. Endlich kann ich nach Session und Code sagen, wie lange sie möglichst gültig ist und das abhängig von wer sich eingeloggt hat oder sonst irgendwelchen Sachen. Ob es zum Beispiel der Google-Bot war, der gerade mal kurz über meine Applikation gelaufen ist und 5000 Sessions aufgerissen hat oder ob es halt jemand ist, der tatsächlich einen zweiten Klick ausgeführt hat. Ja, so viel zum Thema Tomcat. Also Tomcat ist halt nicht von der Technologie her grundsolide funktioniert und Tomcat 6 funktioniert auch. Ich setze bald produktiv ein. Wie gesagt, heute Morgen gab es schon einen Talk zu Apache Commons und ich bin auch großer Apache Commons Fan. Ganz einfach, weil so viel guter Code aus dem Apache-Projekt rauskommt. Also man hat so schöne Sachen wie alle Leute, die schon mal angefangen haben, Strings erst auf Null und dann auf Equals Empty String zu überprüfen. Für die Leute gibt es dann String Utils is Empty. Und es gibt halt ganz viele Null-Safe-Methoden, wenn man Benutzer-Input verarbeiten muss, das irgendwie durch eine Web-Applikation reinkommt. Das ist immer ganz gut, wenn man Null-Safe oder Empty String-Safe ist, weil Benutzer auch Suchen abschicken, in denen Suchbegriff drinsteht oder so. Es hat auch für Collections relativ mächtige Funktionen, mit denen man Unions bilden kann und alles Mögliche. Es hat auch so Sachen, Java.io API ist auch immer so eine Sache, ich brauche immer 2 Minuten, um rauszufinden, wie ich genau jetzt das, was in der Datei steht, in UTF-8 in meinen String reinkriege. Es hat aber auch File Utils Read File to String, klasse Sache, File Name Encoding, und ich habe einen String, in dem das drinsteht. Und Exception Utils ist etwas, was ich letztens erst entdeckt habe, was auch schön ist, wenn man formatierte Stack Traces will, wenn man sich nur bestimmte Exceptions in seinem Stack Trace oder in seinem Course-System angucken will und das einem halt Strings von schönen formatierten Exception Stack Traces zu. Was gibt's noch? Ja, wie gesagt, Überblick über Sachen, die ich gerne mag und gerne benutze. Apache Commons HTTP Client, auch total klasse, leicht zu benutzen. Man kann ihm auch relativ leicht abgewöhnen, dass er HTTPS nur mit bekannten Zertifikaten spricht, was in Testing-Umgebungen ganz cool ist. JDOM bin ich seit Jahren Fan von, ist immer noch meiner Meinung nach einer der einfachsten zu benutzenden XML-APIs, die es da draußen gibt. Leider nicht weiterentwickelt, aber eigentlich ist das Zeug schon Type, also komplett. Das Einzige, was ihm noch fehlt, ist, dass man ihm mal Generics beibringen sollte, weil er halt aus einer Zeit vor Java 5 stammt. Quartz ist auch eine schöne Sache. Habe ich leider bis jetzt immer noch keinen Grund gefunden, das einzusetzen. Aber es ist halt sowas wie cron in Java mit persisting. Man kann Jobs reinschmeißen. Man kann die Jobs dann in der Datenbank persistieren. Er weiß so Sachen, dass wenn ich um 12 Uhr down war und um 12.05 Uhr einen Job laufen lassen sollte und um 12.10 Uhr erst wieder hochkomme, dass er den noch ausführen will und solche Sachen. OpenAMF ist auch eine lustige Sache, was leider auch nicht weiterentwickelt wird, wenn man mal so Agenturen, die so gerne so Flash-Filmchen bauen. Das ist eine ganz abstruse Technologie, habe ich auch erst letzte Woche gelernt, aber ich dachte, ich erwähne es nochmal. Flash kann so ein komisches Binary-Protokoll sprechen. Wer heutzutage noch Binary-Protokoll schreibt, egal. XML over HTTP. Und damit kann man halt Daten zwischen so Flash-Anwendungen und irgendwie Server hin und her schmeißen. Und das ist auch sowas, was man nimmt in einen Tomcat reinschmeißt und es läuft einfach. Und man kann dann sagen, spiel mal meine Account-Daten in eine Flash-Applikation rein. Und was auch ganz cool ist, was ich mir unbedingt nochmal angucken müsste und was bestimmt jemand schon mal benutzt hat, GWT, das Google Web Toolkit, was auch ziemlich cool sein soll als Framework für Anwendungen. Ich habe da persönlich noch keine Erfahrungen, aber es ist auf jeden Fall was, was man kennen sollte. Und das war's dann auch. Fragen? Ja. Nochmal auf die Hardcache zurückzukommen. Also, soll ich nochmal auf den Anfang gehen? Nein, das geht gerade auf den Kopf hin. Du hast gesagt, das ist ein verteilter Cache. Wie funktioniert der Distributionssystem bei Objekten? Kannst du die Frage wiederholen? Er sagte, ich habe ihm behauptet, es ist ein verteilter Cache. Wie funktioniert der Distributionsmechanismus bei Objektbäumen, so wie Serializable funktioniert? Also das heißt, die serialisieren den kompletten Objektbaum? Würden sie wahrscheinlich tun. Die Frage ist, warum schmeißt du ganze Objektbäume in deinen Cache? Nein, also
Das halt mal, wie gesagt, EH-Cache kann zwei Sachen eigentlich, kann Serializable und Object. Man schmeißt meistens als Serializable rein, als Keys, sowohl als auch als Values. Und es würde dann wahrscheinlich genauso wie Serializable funktioniert, das Zeug wegserialisieren und durch die Gegend schmeißen. Das heißt aber, es generiert einen immensen Overhead im Netzwerk. Wenn ich das im Cluster einsetze, habe ich ja komplexe. Also im Grunde, also sagen wir so, der Einsatzmechanismus, den ich dafür benutze oder wie ich es benutze, ist einfach, ich habe meinen Cache auf Node A, ich habe meinen Cache auf Node B und das Haupt, die Kommunikation ist clear mal deinen Cache, weil die Daten liegen eh in der Datenbank dahinter. Also da braucht man nicht irgendwie, man braucht die Values nicht durch die Gegend zu werfen, weil die kommen aus der Datenbank. Aber man muss schon gucken, dass man auf den Caches einen eindeutigen Stand hat, der zum gleichen Zeitpunkt ist oder zum vom gleichen Zeitpunkt. Ja, aber es ist eigentlich nicht notwendig. Du kannst ja auf Feldebene cachen. Du kannst ja auch auf Feldebene cachen? Das geht, indem man nur Felder austauscht zwischen den Nodes. Kann man auch machen, ja. Weitere Fragen? Gut, dann gibt es gleich, glaube ich, Bier.